So, ihr Lieben, und damit ein recht herzliches Willkommen hier zu Stars, dem und ja, der Seul de France, endlich kann ich das Wort auch mal aussprechen, ist ins Spiel gekommen auf Generation 3. Leute, was für. Mir fehlen die Worte. Ist ja egal, der Seul de France ist Generation 3 und nicht mehr Generation 1. Für die, die es nicht wissen und die nicht so lange in Star sind, es gab den Cell mal auf Generation 1, also ganz früher, als Star begonnen hat. Und der Cell hat es nie wirklich bis zur Generation 2 geschafft, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Weswegen, ich weiß nicht, warum Star den damals nicht auf Gen 2 gemacht hat, finde ich schade. Hätte gerne mal gesehen, wie er auf Generation 2 aussieht. Aber ey Leute, der sieht so toll aus, ne? Ah, der hier vorne hat mein Herz gestohlen. Genau der braun gescheckte, den sie hier hat, ne? Und ich muss sagen, die sind alle schön, ne? Wir gucken uns gleich mal. Also ich war in Moorland, da steht der rote. In Fort Pinter weiß ich nicht, ob da einer steht. Was mir aber aufgefallen ist, hier steht. Ich dringle mich einfach mal hier rein. So, der steht in den Moorland. Da ist der Edenna gegangen. Oh, braucht kein Mensch so einen Edenna. So. Ja, er ist hier fuchsfarben. Und hat die Mähne und der Schweif von der Farbe her sind sie gut. Von der Verarbeitung war der Schweif vom KWPN schöner. Muss ich ehrlich sagen. Vom Kopf her und ein bisschen von der Form erinnert er so ein bisschen an eine Mischung aus dem belgischen Warmblut und dem KWPN. Also das ist so eine kleine Mischung, zumindest habe ich das Gefühl so, dass er so ein bisschen vom Kopf her wirklich aussieht wie so ein KWPN. Aber er ist deutlich schlanker. Genau. Dann gibt es noch diese wunderschöne Farbe. Ja, wunderschöne Farbe, ey, das ist halt braun, Susanne. Wunderschöne Farben. Okay, da hat die Fliege raufgekackt. Das ist halt, keine Ahnung. Warum gibt es kein rein weißes KW, kein rein weißes Celle de France? Warum ist da mal eine Fliege raufgekackt? Das ist immer noch hier Fliegenschiss, ne? Das ist ein Fliegenschimmel. Also, Star könnte ruhig mal bei den Pferden mal unten die Farbnamen hinschreiben. Kein Mensch weiß, was es ist. Zumindest nicht die, die sich nicht viel mit Pferden beschäftigen. Oh mein Gott, ich muss ihn haben. Alleine schon. Oh Gott, das ist ja schön. Du bist so schön. Du ziehst ein. Wen nehme ich denn noch? Total verknallt. Total verknallt in das Pferd. Ich weiß, es ist Fuchsfarben. Und ja, ich habe gesagt, ich mag keine Füchse. Aber hey, das ist ein Schecke. Egal, ist halt ein Scheck. Was ich schön finde, guckt mal im Schweif, ne? Der hat hier weiß und hier hat er braun. Und der hat dann noch einen kleinen roten Punkt unterm Po. Naja, hat nicht richtig abgewischt halt, ne? Es kann schon mal vorkommen, Alter. So, oh, und ist der bitte schön. Ach, der ist schön. Oh. Die sind von vorne gesehen richtig schlank. Nicht so massig dick wie die Lipizzaner. Aber sehr unruhig. Man merkt diese Normal-Animation, wenn das jetzt steht, dieses Rumgezapple, weiß ich nicht, ob ich das so toll finden soll. Ja, ist ein graues Pferd. Vom Kopf her gefällt er mir. Ist schön gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Fabi sich den geholt hat. Der hat ja so für das Pferd hier geschwärmt. Für den hat er geschwärmt. Was war das noch? Ich glaube, den weißen. Den hier, ich weiß aber nicht, ob er den grauen genommen hat. Keine Ahnung. Okay, 900, ich habe 28.000. Ich würde sagen, wir gehen shoppen. Ich weiß nicht. Das ist mal so, ich frage, den Fliegenschiss will ich nicht haben. Ich weiß nicht. Ja, ich sag's dem Pferd gerne mal Fliegenschiss. Ah, der sieht doch so schön aus, ne? Ach, ich weiß noch, die Fair, die ich weiß, dass die Fair vielleicht auch noch mal ein Video machen würde mit mir, dass wir wieder Pferdekaufvideo machen. Deswegen kaufe nicht alle. Ich hatte wirklich geplant, alle Farben zu kaufen, bis auf den Grauen, weil der Graue, ich weiß nicht, ich halte nicht viel von den grauen Pferden hier in Star Stable. Ich habe das Gefühl, dass Star Stable kein
Grau richtig hinbekommt. Ich weiß nicht, vom Aussehen, das ist, das turnt mich einfach ab, sagen wir einfach. Punkt. So. Der schon mal gekauft. Oha. Oha. Und hinten kein? Nein. Hinten kein Zöpfchen? Ja. Ich meine, wenn ich das auf den Schwarz mache, ja? Oh Gott, der sieht fast aus wie mein Eclipse. Also mein Eclipse, das ist mein schwarzes englisches Vollblut. Das habe ich auf meinem Account Ciri Space Garden und hier auf mein zweiter Account Alicia Sherrybecken, habe ich Eclipse ein schwarzes englisches Vollblut. Und der Zäpfchen, deswegen. Oh, ich feiere das gerade so ne. Oh. Ich habe gerade einen richtig geilen Namen für das Pferd. Leute, wir kaufen erstmal den. Aber wir warten, wir gucken an, was hatten wir jetzt noch für Mine? Es gibt. Naja. Wir gucken die anderen Mine-Styles, gucken wir uns irgendwie mal an. Was ist denn das große Zöpfchen oder wie? Okay, da hat er einen geflochtenen Schweif. Gucken wir uns alles nachher an. Wir machen erstmal hier einfach mal hier den hier. Ich habe noch Pferde im Stall zum Leveln, aber das Jahr rennt ja nicht weg, ne? So. Endlich mal Ausdauer und, ne? Stärke 3, das finde ich schön, weil es gibt sehr viele Pferde, die nur Stärke 2 haben. Du kommst so einfach nicht aus dem Tee mit dem Gaul. So, Leute, dass ich so schnell spreche, ich bin einfach nur aufgeregt. Ich habe 8 Stunden auf Arbeit gesessen, alle haben Pferde gekauft, ne? Extra Schule geschwänzt oder waren krank und alle konnten Pferde kaufen. Und ich sitze auf Arbeit und denke so, ach, noch 5 Stunden arbeiten, ach, wann bist du denn nicht zu Hause? Und dann war ich endlich zu Hause und mein erster Gedanke, anmachen. Dann kam das Update. Das Update ging ziemlich schnell jetzt. Das. Das Wort gibt's gar nicht, ne? Black. Nee. Warum gibt's das Schwarz, das Wort Black nicht? Ich wollte ihm gerade Black Diamond nennen. Schwarzer Diamant. Ich mache meine Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben. Wenn ihr was krachen hört, das sind meine Katzen. Alles gut. Ich habe einen Namen gefunden und zwar habe ich den guten Dark Diamond genannt, weil es gab ja das Wort Black gibt es hier nicht. Ich weiß nicht, warum es das Wort Black nicht gibt. Ich finde es schade. Weil Black bedeutet auf Englisch schwarz. So. Den hätte ich eben Black Diamond genannt, also schwarzer Diamant. Gut, er ist nicht komplett schwarz, es ist kein Rappe, es ist ein, naja, wie nennt man? Also ein Rappe ist ja ein komplett schwarzes Pferd, was nirgendwo weiß hat oder so, ne? Oder andere Farbeinschläge. Aber, ich würde sagen, wir nehmen ihn. Oh, die Zöpfchen, ne? Oh, ich könnte schon wieder, der sieht so toll aus, wenn er mal stillstehen würde, ne? Dass die so immer rumzappeln, das ärgert mich. So, ich würde sagen, gucken wir auf die Uhr. Ach, 8 Minuten. Ich habe ja so 7 Minuten ist gerade gebraucht, um Namen zu suchen und immer irgendwas nicht gepasst. Wir nehmen erstmal und kaufen das Pferd. Willst du mitkommen? Ja? Gut. Hat der unterschiedliche Augen? Kannst du meinen Kopf schon halten? Danke. Nee, hat er nicht. So, wir kaufen das gute Pferdchen. Ei, ach, die ist so schön. Warum glitzert der immer noch? So viel Shampoo benutzt, was? Ja, in den Stall schicken. Natürlich schicken wir ihn in den Stall. Ja, warum der jetzt nicht rein weiß ist, das ärgert mich. Ich hoffe, es gibt noch irgendwann mal, wenn wieder Farben für Pferde reinkommen, einen rein weißen Selfrancier. So, was haben wir gesagt? Zweites Pferd ist der hier oder der hier? Wir haben den Rappen, ne? Der Weiße, weiß ich nicht, ob ich den kaufe. Die Fähre wird noch sicherlich ein. Ich weiß nicht, ne? Es ist ja, es ist ein. Die Farbe Rot und der Sch und das Gelb von der Mähne, ich weiß nicht. Also. Ich weiß nicht, das passt nicht zusammen. Ich weiß es nicht. Hätten sie die Mähne vielleicht auch rot gemacht, aber in den dunkleren Rotton, in den leichten dunklen Rotton oder in weiß, wie die Fesseln hier unten. Oder Strümpfe, weiß ich nicht, wie das für ein Pferd heißt.
Aber gelb und rot, das sieht so aus wie Möhrenbrei. Ach nee. Es gefällt mir nicht so wirklich. Nein, das war ja bloß so Veränderung. So, gibt noch den braun. Oh, der ist auch schön, ne? Oh, ist ja schön. Komm, krieg dich wieder ein, dann ist halt nur Pferd, ne? So, den auf jeden Fall. Mähne, die darf er, glaube ich, behalten. Oder machen wir über auch irgendwas? Ich weiß nicht, das sieht aus, als wenn der total fettige Haare hätte, ne? Also Mähne. Das weiß ich nicht. Also das gefällt mir jetzt nicht so. Da bin ich nicht Fan von. Soll ich ihn mit so einer Mähne-Stehmähne nehmen? Jo, ich war bei der Mähne. Mir haben sie die Haare abrasiert, ne? Oh nee, schon wieder diese hässlichen Zöpfchen, wenn ich das mal sehe. Diese langen Zöpfchen. Irgendwann wird es langweilig, ne? Die hat große. Ja, was gibt's noch? Was ist denn da der Unterschied? Warte mal. Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen der Originalmine jetzt hier? Die ist einseitig. Also die fällt auf der einen Seite nur ab. Und die hier. Warte mal. Das ist die Originalmine, ne? So, und jetzt mache ich die rauf. Ach, die ist ein Stießen ED länger. Und das soll mir jetzt auffallen, oder wie? Weil die eine ED länger ist. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich nicht. Also, die Zöpfchen finde ich nicht schön. Die haben wir schon bei dem Dings. Mein Gott, Junge, bleib da mal ruhig. Ich weiß nicht, ob ich ihnen die Stehmähne geben soll. Was ich aber nicht schön finde, ist diese komische Frisur. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also entweder die Originalmähne, dass er die behalten soll, oder die etwas längere. Hallo? Wieso? Hä? Achso, jetzt das hat er rumgebackt. Ich bin doch gestern, vorgestern wieder eingefroren im Spiel, also hat wieder total rumgebackt. Ja, komm, wir nehmen erstmal die Originalmähne und dann entscheide ich mich immer noch, ob ich da die Stehmähne nehmen soll. Weil, ich weiß nicht. Also, was sagt ihr, soll ich die Stehmähne nehmen? Also, ihr könnt hier immer noch in die Kommentare schreiben, ob ihr Stehmähne für den Roten toll findet. Aber irgendwie hat's was, ne? Komm, wir nehmen die mit der Stehmähne, was soll's. Es ist ein Hengst natürlich. Und auch er ist noch ein Jungpferd. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir einen Namen gefunden haben. Bis gleich. So, ich habe einen Namen gefunden. Das Pferd heißt Mirakel. Ja. Es sind einfach keine fünfchen Namen mehr und. Ja, es könnte ja mal aufgefrischt werden, dieses Namenrad, was man hier hat, dass man einfach mal ein paar, dass dafür mal ein paar neue, frischere Namen reinmacht. So, Miracle heißt der gute Hengst und wir kaufen ihn. Das sieht so schön aus, ne? Na, in den Stall schicken. Und tschüss. So. Jetzt. Weiß nicht, was die hier macht. Hallo? Okay, die guckt auch nach Pferden. Okay, dann gehe ich halt ganz hinten hin. Will ja nicht stören, ne? Na du? Nein, musst dir keine Hoffnung machen. Du ziehst nicht bei mir ein. Traurige Musik würde eingespielt werden. Ich hab's auch nicht. So, jetzt kommt. Das Pferd. Ich lasse es so, wie es ist. Er kriegt keine besondere Mähne. Es ist halt. Ich finde ihn so, wie er ist, mit Originalmähne, finde ich ihn schön. Nicht jedes Pferd. Oh Gott, dieses. Es macht mich jetzt schon nervös, dass die Pferde nicht ruhig stehen können, ne? Das ist ja was für jemanden, der so ist wie ich. Naja. Hat er jetzt zwei verschiedene Paar Augenfarben? Nee. So. Das hier wird aber ein Stütchen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich einen Namen gefunden habe.
So. Ich habe einen Namen gefunden. Schlicht und ergreifend Holly. Ja, ist natürlich eine Stute, kein Hengst. Ich wieder. So, Holly, einfach schlicht und ergreifend Holly. Ich habe wirklich keinen anderen Namen gefunden. Ah, ich wiederhole mich. Okay. Ich würde sagen, Holly zieht ein. Und das wäre Pferd Nummer 3. Kaufen. Oh, das ist ein so schönes Pferd. Und dann will ich mal gucken, ob es wirklich noch ein Fort Pinter Pferd gibt. Und wenn ja, warum? Wie reiten das Pferd jetzt? Ich habe zwar auch mein anderes Pferd, aber ich würde erstmal, weiß ja nicht, von dem erstmal eins. Es gibt doch auch irgendwie, gab es ein Set, ne? Was hier. Was ist denn das für ein Set? Was hat die Charlotte da oben? Charlotte, darf ich dich mal inspizieren? Schreib einfach runter, wenn ich dann nicht. Schreibe 18. Kuschelige Campingjacke. Also ist so ein Set, ne? Das kann man doch irgendwie vier Kurven gewinnen, be bekommen, oder? Weiß ich nicht. Gesamte Sterne 42. Wie? Sterne, was ist. Ihr müsst mich erstmal aufklären. Was hat denn das eigentlich mit den Sternen so auf sich? Könnt ihr mir das mal erzählen? Oh, da hinten steht ein Knappschrupper. Oh, da ist er weg. Was hat das eigentlich mit den Sternen auf sich? Und kann ich das bei mir auch sehen? Ist das das, wenn ich beim Champi teilnehme? Ich kann das bei mir nicht sehen. Sterne, oder? Hab ich Sterne? Wo sehe ich bei mir Sterne, Leute? Hat die auch Sterne? Inspizieren. 95 Sterne. Warum Level 24? Ja, aber warum, nee, aber wirklich mal jetzt. Was hat das mit den Sternen auf sich? Warum gibt es diese Sterne und warum sehe ich die bei mir nicht? Habe ich keine? Also Sterne heißt ja, dass. Also ist ja Starrider, oder? Muss ich da irgendwas machen, um die zu bekommen, die Sterne? Ich habe mich damit noch nie befasst. Ich wollte eigentlich hier rein. Ich vertausche es immer. Ist das. Achso, das ist das, was es heute dazu gibt. Ach nee, grün auf ein braunes Pferd. Nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Zaumzeug. Gibt es. Ja, schwarze. Ich muss nicht kaufen, was ich im Stall habe, aber ich gucke einfach mal, was es so gibt. Das ist grün und orange. Das ist die einzigsten Farben, die reingekommen sind. Nee. 110 Starcoins, so ein Dattel. Nee, Leute. Bevor wir irgendwas machen, gibt es hier nicht irgendwo die Möglichkeit, dass ich mich um mein Pferd umziehe? Damit ich nicht immer um meinen. Wisst ihr was? Ich ziehe mein Pferd um und dann sehen wir uns unten bei der Reiterarena wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt sind wir bei der Reiterarena angelangt. Und ja, alle, die heute Vormittag zu Hause waren oder Urlaub haben, krank sind, wie auch immer, hatten ja Zeit, ihr Pferd zu leveln. Ich habe mir überlegt, dass ich das Pferd, was ich gerade gekauft habe, was ich zum Schluss gekauft habe, dass ich das levele. Ich habe aktuell den Friesen Generation 2 am Start beim Leveln, was ich ja beim letzten Pferdekaufvideo mit der Fair bekommen habe. Aber der kann warten. Also ich tue erstmal das Pferd jetzt hier anleveln oder ableveln, aufleveln, umleveln, wie auch immer. Wir leveln einfach. Übrigens, das ist gleich vom Geburtstag. Ja, die Alicia hat etwas dunklere Haut bekommen. Die lag einfach zu lange im Solarium. Und jetzt hat sie den Käse. Also, ja, irgendwie. Ja, die bekommt aber bald wieder ihre normale Hautfarbe. Weil ich wollte was ausprobieren. Ich habe da so ein Outfit. Und mir dachte, ich mache die Haut ein bisschen dunkler und einen richtig knallroten Lippenstift. Und ja, ich zeige euch das dann aber auch schon. So.
Suri, hallo Alicia, hast du Lust, ein Springreitrennen aus ein was? Ein Springreitrennen auszuprobieren, bei dem man neue Wettbewerbsregeln gelten? Hä? Wie? Wettbewerbsregeln? Okay. Wir bekommen jetzt gar nichts dafür? Ja, wohl 20 Schillinge. Springreiten auf die strenge Art. Ja, super. Die mag ja gerade die strenge Art, ne? Du hast bestimmt schon von vielen Springreitrennen auf Jorvik teilgenommen. Ja, eigentlich gar nicht, nee. Und vielleicht hat es dich überrascht, wenn wie wenig, naja, wie wenig Regeln es gibt. Ja, losrennen und rüberspringen, denke ich ja mal, oder? Ich fand es ist höchste Zeit, das Springreiten ernsthaft anzugehen. Überall auf der Welt gibt es Strafpunkte dafür, dass das Pferd Stangen abwirft oder ein Hindernis verweigert. Ich habe eine Strecke entworfen, auf der man mit diesen Regeln trainieren kann. Ich habe ganz wunderschöne Hindernisse dabei, damit es ein Erlebnis, ein ja, damit es ein Ehren. Also ist ja egal, was sie hier jetzt will. Wir machen einfach, wir springen das. Ich kann eh nicht lesen. Bevor ich das durch vorgelesen habe, dann ist Weihnachten, ne? Sprich mit mir, wenn du es nochmal ausprobieren möchtest. Oh, 500. Ja, das stimmt. Bekomme ich jetzt jedes Mal beim Rennsprings. Oh. Oh. Oha. Willkommen zum Springreiten mit den offiziellen Regeln. Bleibt das jetzt für immer drin? Wenn ja, wäre ja geil, oder? Mal was anderes, außer dieser langweilige Parcours hier drin. Hindernis. Was? Hindernisteil abwerfen. Jedes Mal vier Fehler. Ruf im Wasser jedes Mal vier Fehler. Hä? Verweigern vier Fehler. Zeit überschreiten ein Fehler für jede Sekunde die erlaubte Zeit. Sind die bekloppt? Da hab ich jetzt schon keinen Bock drauf. Verlassen, ja. Na, wir probieren es mal. Also, ich kann in diesem Spiel einfach nicht springen. Und jetzt soll ich das da noch hinkriegen? Nee, nie und nimmer. Jo, das fängt richtig gut an. Wir schmeißen die erste Stange runter. Das ist ja richtig super. Das Glitzern auf dem Boden macht mich. Das ist ja. Ich denke, das ist Sprungpferd. Warum kommt der Gaul nicht über die Latte hier? Oh, das läuft ja eigentlich super, ne? Aber eigentlich, nur eigentlich. Super, man sollte nie sagen, es läuft super, ne? Oh, zwei Stangen abgeworfen. Hoffentlich bleibt das auch so. Huch, mein Gott! Das jetzt Hindernis verweigern? Ja, wer macht denn auch die Stangen so hoch? Ne? Das ist ja auch. Das ist doch. Ich gehe gleich mal zu der Frau hin. Viere. Oh, Leute. Ich gehe gleich zu der Madame da draußen hin und beschwer mich hier. Das ist ja. Das ist doch kein. Gut gemacht. Total. 16 Fehler habe ich? Echt jetzt? Das ist doch nicht ernst. Verlassen. Suri ist Rennen ausprobiert. Anforderung erfüllt. Die hat ja wohl eine Tasse im Schrank locker, war. Also, darauf habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Also Leute, nee, ohne Quatsch, aber das ist mir einfach so blöd. Wo bleibt Galliamo? Aber komm, unser Pferd hat schon ein höheres Level. Wir sind Level 3. Ich weiß nicht, wie lange die bleibt. Ob das jetzt nur wirst, meine Springreitenstrecke noch einmal. Ja, ich will noch einmal richtig abkacken. Ich mag das, wenn ich so richtig fehle, ne? Das turnt mich richtig an, wenn ich hier komplett über die Stange mache. Nee, ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Lust. Ich mache es halt nur, um die Punkte zu bekommen. Ist mir auch relativ latte, ob ich jetzt hier fehle oder ob ich durchziehe und gewinne oder ob ich. Ist mir vielleicht.
hoffentlich relativ flatte. Ob jetzt löst oder nicht, aber jedes Mal, wenn das Pferd springt, steige ich auf dem Stuhl hoch. Also ich gehe mit dem Oberkörper so hoch, kennt ihr das? Selbst wenn ich selber auf dem Pferd sitzen würde. Also ich habe schon mal auf dem Pferd gesessen, mehr oder weniger. Komm rüber. Ach, zu früh abgesprungen. Ach, ist das nicht zu fassen hier, ne? Vier Fehler. Na komm, das geht doch noch, ne? Der ging. Nein, schon wieder zu früh abgesprungen. Ist doch nicht wahr. Ach komm, acht. Besser als nichts, ne? Verlassen. Gut gemacht. Gibt es auch Klasse oder Bravo oder. Ich muss das mal mit Eclipse machen, mit meinem schwarzen englischen Vollblut. Ist ja ein Rennpferd, ein Springpferd, aber was soll's. Ey, Mann, aber mal ganz ehrlich. Das sind aber. Ich meine, was. Mal nebenbei jetzt. Was haltet ihr eigentlich von diesen Rennen, von diesen Springreiten? Also vom Parcours ist es gut aufgebaut, aber was jetzt die Regeln angeht, weiß ich nicht. Ist mir einfach zu streng. Das ist ein Kinderspiel und kein richtiges Leben und da weiß ich nicht. Gut gemacht, da hast du vorhin schon mal erzählt. Ich kann das jetzt bloß zweimal machen, ehrlich? Jetzt war's, also ich habe das zweimal gemacht und dann darf ich das nicht mehr machen? Hä? Ja, also da würde ich sagen, machen wir mal einfach mal Schluss. Ich weiß nicht, ob hier sonst noch. Warte mal, da ist auch ein Schild. Ich sollte mal raufgucken, bevor ich irgendwas mache. Du wirst die Regeln für das Spiel nachlesen. Abgeworfen, ja, Strafpunkte, bla bla. Es sind Regeln. Ich dachte, wir können das nochmal machen. Wir können das nur zweimal machen, ehrlich jetzt? Das ist doch blöd. Es bringt jetzt nichts, das Pferd zu wechseln, ne? Ich habe das ja schon mal gemacht jetzt. Das ist. Aber war im Dings nicht irgendwie im Stream. Oder nee, nicht im Stream, im. War nicht zu sehen, dass wir nochmal irgendwie so Hindernisse haben? Irgendwie? Also solche. Oder ist das, kommt es erst beim Reitsport-Event rein? Diese anderen Hindernisse, die im Trailer zu sehen waren. Dass das Pferd über diese Stangen läuft und springt und so. Also nicht das, was wir hier drinnen gemacht haben. Das kann man. Also ich finde, das sind 1000 Punkte für das Pferd gerade eben gewesen, ne? Das wisst ihr. Also 2x 500 Punkte, 1000 Punkte für das Pferd. Und gut, da gehe ich zur Starschein, Mensch, da habe ich das Doppelte. Also, ich weiß nicht. Ich finde es aber sehr. Also von den Hindernissen her ist es schön aufgebaut. Aber dennoch muss ich sagen, mit den Regeln, dass jetzt die Stange abgeworfen werden, ist mir jetzt einfach viel zu streng und zu kindisch. Ich meine, das soll. Ja, ich bin wieder am Meckern, ne? Ich und Starship, wir werden die Freunde, weil ich immer an Starship was auszusetzen habe. So, ich will euren Spaß nicht verderben. Würde sagen, die Alicia bekommt ihre helle Haut zurück. Sie gefällt mir so überhaupt nicht. Ich werde die Alicia wieder ihr Originalaussehen zurückgeben. Und das Pferd wechseln. Und genau. Und im nächsten Video werden wir leveln. Das kommt gleich im Anschluss jetzt. Mache ich das nächste Video. Da stelle ich euch dann nochmal die drei neuen Pferde ganz in Ruhe vor. Okay? Ich würde sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bye bye.